Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem sehr speziellen Video, das ich jedes Jahr aufs Neue drehe, weil ich es irgendwie schön finde, im nächsten Jahr zu schauen, was davon mittlerweile hier eingezogen ist und was nicht. Ich mache nämlich heute mit euch meine Weihnachtswunschliste. Das ist wie jedes Jahr Buriges, das ist wie jedes Jahr Nerdiges, das ist wie jedes Jahr Praktisches. Ich werde das wieder so ein bisschen unterteilen in verschiedene Abteilungen. Und wie immer starten wir natürlich mit den Büchern. Wie immer habe ich mir eine Liste gemacht und habe mir die Klappentexte hier gescreenshottet, damit ich sie euch präsentieren kann. Diese Bücher werde ich mir definitiv vor Weihnachten nicht mehr kaufen, weil ich die auch meinen Freunden und meiner Familie geschickt habe. Dementsprechend kann ich auch die Bücher jetzt in diesem Video nennen. Das erste Buch, das ich auf jeden Fall haben möchte und wenn ich es zu Weihnachten nicht kriege, dann kaufe ich es mir direkt nach Weihnachten, ist The Inheritance Games 3. Ich war tatsächlich schon in beiden Buchhandlungen hier bei mir am Ort und habe gesagt, so, wenn sie es haben, kaufe ich es mir, wenn sie es nicht haben, kaufe ich es mir nicht. Das war halt so mein, wenn es da ist, oh, dann muss ich es halt leider mitnehmen, wenn es nicht da ist, dann freut sich mein Geldbeutel. Aber ich möchte unbedingt wissen, wie es mit Avery Gramps weiter bzw. ausgeht, wie die Geschichte endet. Es ist nämlich der finale Teil der Reihe. Ich werde euch jetzt aber den Klappentext zu Band 1 vorlesen, weil die Klappentexte von Band 2 und 3 einfach nur spoilern würden. Und da heißt es, 50 Milliarden Dollar, eine unbekannte Erbin, vier mörderische Nachkommen. Avery Gramps hat einen Plan, Highschool überleben, Stipendium abgreifen und dann nichts wie raus hier. Doch all das ist Geschichte, als der Multimilliardär Tobias Hawthorne stirbt und Avery fast sein ganzes Vermögen hinterlässt. Der Haken dran, Avery hat keine Ahnung, wer der Mann war. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das gigantische Hawthorne-Haus einziehen, wo jeder Raum von der Liebe des alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen zeugt. Ungünstigerweise beherbergt es aber auch dessen gerade frisch enterbte Familie, allen voran die vier Hawthorne-Enkelsöhne. Faszinierend, attraktiv und gefährlich. Gefangen in einer schillernden Welt aus Reichtum und Privilegien, muss Avery sich auf ein Spiel aus Intrigen, Kalkül einlassen, wenn sie überleben will. Das nächste Buch auf der Liste ist mal wieder so ein Booktube und Bookstagram Opfer. Ja, da hat mich nämlich die liebe Marin gebookfluenced. Die hat das Buch ungefähr in 83 verschiedenen Ausführungen und ich habe nicht mal eine daheim. Ich habe es auch nicht als E-Book gelesen und deshalb muss es jetzt endlich mal einziehen. Ich spreche nämlich von Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue. Und ja, wer Marin kennt und ihre Videos kennt, der weiß, wie sehr sie von diesem Buch schwärmt. Und ich habe es auch schon ganz, ganz lang auf der Wunschliste. Und ich habe auch keine Ahnung, warum ich es mir bisher immer noch nicht gekauft habe. Aber ich habe es mir jetzt auf die Weihnachtswunschliste gesetzt und hoffe, dass es vielleicht doch unterm Tannenbaum liegen wird. Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue ist ein großer historischer Fantasy-Roman, eine bittersüße Liebesgeschichte und eine Hommage an die Kunst und die Inspiration. Eddie LaRue ist die Frau, an die sich niemand erinnert, die unbekannte Muse auf den Bildern alter Meister, die namenlose Schönheit in den Sonetten der Dichter. 300 Jahre lang reist sie durch die europäische Kulturgeschichte und bleibt dabei doch stets allein. Seit sie im Jahre 1714 einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, ist sie dazu verdammt, ein ruheloses Leben ohne Freunde oder Familie zu führen und als anonyme Frau die Großstädte zu durchstreifen. Bis sie 300 Jahre später in einem alten, versteckten Antiquariat in New York einen jungen Mann trifft, der sie wiedererkennt und sich in sie verliebt. Es klingt so, so, so schön und es klingt auch so, als wäre es richtig schön blumig geschrieben. Ich bin mal gespannt, ich möchte es auf jeden Fall lesen und ich habe es mir auch vorgenommen, auf die 23 für 23 Liste zu setzen. Das nächste Buch wollte ich mir eigentlich auf der Buchmesse kaufen, aber als ich sonntags dann endlich Zeit hatte und zum Carlsen Verlag gegangen bin, gab es keins mehr. Ich habe es leider nicht zur Autogrammstunde geschafft oder zur Signierstunde geschafft, wo man es hätte kaufen können noch, weil ich da in der Zeit bei der Lena Kiefer angestanden habe. Das sind nämlich auch zwei
Aussagen, die gerade sehr gut zusammenpassen zu den nächsten beiden Büchern. Das erste ist nämlich The Witches of Silent Creek, Band 1 von Isla Date. Und das zweite ist Don't Love Me von Lena Kiefer. Ich werde sie euch beide jetzt präsentieren, vorstellen. Aber die beiden haben es auf meine Weihnachtswunschliste geschafft, um es auf den Punkt zu bringen. Beide könnten nicht unterschiedlicher sein. Das eine ist New Adult, das andere ist Fantasy. Aber beide Klappentexte sprechen mich sehr, sehr an und ich bin total on fire und werde vermutlich auch, das sage ich jetzt wahrscheinlich bei allen Büchern, sie auf die 23 für 23 Liste setzen. Da bin ich tatsächlich noch unschlüssig, aber es sind 23 Positionen, ich muss die besetzen und warum soll ich nicht auch ein paar Bücher von der Weihnachtswunschliste darauf setzen, um mich zu animieren, sie zu lesen. Jetzt erzähle ich euch aber zuerst mal, um was es in The Witches of Silent Creek geht. 7 Hexenzirkel, 3 Artefakte, eine bedrohliche Aufgabe. Nach dem mysteriösen Tod ihrer Eltern zieht es Helena in die Heimat ihrer Mutter nach Silent Creek, einer rätselhaften Kleinstadt an der schottischen Küste. Was die junge Studentin nicht weiß, an diesem rauen Ort ist nichts normal. In Silent Creek herrschen düstere Kräfte, die Hell vor allem in Tyrell Burnett zu spüren glaubt, ihrem hochmütigen, geheimnisvollen und erschreckend attraktiven Kommilitonen am Creeks College. Ausgerechnet er rettet ihr jedoch in einem verheerenden Moment das Leben. Hell wird klar, dass dunkle Wächte wirklich existieren und sie Menschen bedrohen. Das Schlimmste, sie fühlt sie in sich selbst. Natürlich werde ich euch jetzt auch den Klappentext zu Don't Love Me vorlesen. Kenzie ist nicht gerade begeistert davon, in den schottischen Highlands ihr Designpraktikum zu absolvieren. Doch als sie bei ihrem ersten Auftrag dem jungen Erben der Luxushotelkette begegnet, ändert sich alles. Der attraktive Lyle fasziniert sie von der ersten Minute an. Doch welches Geheimnis verbirgt sich hinter seinem abwesenden Verhalten? Lyle bleibt einen Sommer, um sich am Stammsitz seiner altehrwürdigen Familie zu bewähren. Gelingt ihm das nicht, ist seine Zukunft in Gefahr. Als er Kenzie begegnet, gerät sein Plan ins Wanken, denn ihrer Anziehungskraft kann er einfach nicht widerstehen. Doch keiner weiß besser als Lyle selbst, wie verhängnisvoll eine Beziehung mit ihm für sie enden könnte. Das nächste Buch macht aktuell die ganze Bookstagram-Bubble unsicher und ich habe schon so viel Gutes davon gehört und der Klapptext klingt auch so, so lustig, dass ich gar nicht anders konnte, als es auf meine Wunschliste zu setzen. Ich spreche von Zimmer gesucht, Liebe gefunden von Caroline Brinkmann und ich habe just in diesem Moment so Lust, das Buch zu lesen und muss mich echt zusammenreißen, dass ich es nicht vorab kaufe, weil ja, ich schon überall rumgetönt habe, dass ich es auf die Wunschliste setze. Da kann ich jetzt keinen Rückzieher mehr machen und es vorab lesen. Aber hört einfach mal selbst, warum ich das Buch unbedingt haben muss, weil jeder Mensch, der ein bisschen Humor in sich trägt, wird das feiern. Wo ist das Happy End, wenn man es braucht? Was tun, wenn man nach 2 Jahren Beziehung über Facebook abserviert wird und 148 Freunden gefällt das? Emmas große Liebe Leon hat sie für die heiße Influencerin Larissa sitzen lassen. Ausgerechnet an dem Tag, an dem die beiden zusammenziehen wollten. Eine neue Bleibe muss her. Glücklicherweise sucht Dirk, ein Bekannter ihrer besten Freundin, eine neue Mitbewohnerin. Das Problem? Er ist ein eigensinniger Computer-Nerd, der im echten Leben mit Menschen nicht viel anfangen kann. Und erst recht nicht mit Liebeskummer. Aus Mangel an Alternativen zieht Emma bei ihm ein. Das Chaos ist vorprogrammiert. Tatsächlich hat es noch ein weiteres Hexenbuch auf meiner Liste geschafft, nämlich Dark Forest Coven. Das Cover hat mich, seit ich es gesehen habe, in meinen Träumen verfolgt. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal ein Buch schreibe, in dem es um Hexen geht, dann soll das Cover genau so aussehen. Und aktuell schreibe ich ja ein Buch, in dem es um Hexen geht. Und jetzt bin ich total genervt, dass ich meine Wunschdenken nicht in die Tat umsetzen kann, weil es einfach so ein Cover schon gibt. Müssen wir jetzt umplanen. Aber die Story klingt richtig, richtig gut und deshalb musste das Buch auf jeden Fall auf die Wunschliste gesetzt werden. Zuerst kam es ja als E-Book raus und ich hatte die Hoffnung, dass es doch dann irgendwann noch als Print rauskommt. Das ist mittlerweile geschehen und deshalb muss dieses Print auch bei mir einziehen. Entfessle deine innere Macht. Das Leben von Noras Vorfahrin wurde im 19. Jahrhundert durch die Hexenverfolgung beendet. Seitdem bestimmt ein uralter Reim das Schicksal ihrer Familie. Als Nora in das Dorf im Harz zurückkehrt, aus dem sie ursprünglich stammt, lernt sie nicht nur den faszinierenden Adrian kennen, auch die Zeilen des Reims ergeben plötzlich Sinn. In einem Strudel aus mysteriösen Ereignissen gefangen, erkennt Nora, dass Adrian und ihr Schicksal enger miteinander verknüpft sind als gedacht und dass die Welt der Hexen wirklich existiert.
Lustigerweise heißt mein Protagonist Adrian. Deshalb musste ich gerade lachen. Aber er wird nicht Adrian geschrieben, sondern Adrien. Falls das jetzt was zur Sache tut. Das nächste Buch, das es auf meine Wunschliste geschafft hat, habe ich eigentlich schon im Regal gehabt, habe es aber vor, ich glaube, einem Monat, zwei aussortiert, weil ich die Neuauflage kaufen wollte und ich das Buch nicht doppelt im Regal stehen haben wollte. Grüße an Maren gehen raus. Ja, aber mir fehlt einfach der Platz. Es ist einfach so. Ich kann nicht von jedem Buch so viele Editionen hier stehen haben, aber diese hier ist diese 5 Jahre Berühre mich nicht Special Edition von Lux. Nicht nur, dass die ganze Optik neu designt wurde, es gibt auch noch einen bedruckten Buchdeckel mit dem Originalcover. Das heißt, wenn man diesen Umschlag abmacht, ist das alte Originalcover drauf. Dann gibt es Bonusszenen aus Lukas Sicht und dann gibt es noch eine Postkarte und Illustration aus der Graphic Novel, die auch noch erscheinen wird, die ich eigentlich auch auf die Liste hätte setzen können. Aber das sind alles so Punkte, warum ich dieses Buch unbedingt haben muss. Ich habe die Geschichte ja schon gelesen und sie hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil ein Hauptargument war, dass Sage einen Etsy-Shop betreibt. Und das fand ich mega klasse und deshalb habe ich das Buch damals auch gekauft tatsächlich. Und jetzt lese ich euch auch noch vor, um was es insgesamt geht. Sie dachte, dass sie niemals lieben könnte, doch dann traf sie ihn. Als Sage in Nevada ankommt, besitzt sie nichts. Kein Geld, keine Wohnung, keine Freunde. Nichts außer dem eisernen Willen, neu zu beginnen und das, was zu Hause geschehen ist, zu vergessen. Das ist allerdings schwer, wenn einem die Erinnerungen jeden Schritt begleiten und die Angst immer wieder über einen hereinbricht. So auch, als Sage ihren Job in einer Bibliothek antritt und dort auf Luca trifft. Mit seinen stechend grauen Augen und seinen Tätowierungen steht er für alles, wovor Sage sich fürchtet. Doch Luca ist nicht der, der er auf den ersten Blick zu sein scheint. Und als es Sage gelingt, hinter seine Fassade zu blicken, lässt das ihr Herz gefährlich schneller schlagen. Das nächste Buch, das es auf die Liste geschafft hat, ist auch so ein Booktube- und Bookstagram-Kauf oder Wunsch. Das hat dort nämlich so Wellen geschlagen, dieses Buch, dass ich gar nicht anders konnte, als es auf meine Wunschliste zu setzen. Es hört sich mal an, als wäre das so ein Gruppenzwang, aber wenn so viele Leute, deren Meinung ich schätze und auf deren Meinung ich Wert lege, Bücher gut finden und mir sagen, das wird dir auch gefallen, dann muss ich das auch kaufen. Das ist jetzt zwar kein Zwang, aber ein inneres Blumenpflücken. Wisst ihr, was ich meine? Dann will man das einfach. Das ist einfach ein Wunsch. Und deshalb wandert dieses Buch auch auf die Wunschliste. Ich spreche nämlich von Die sieben Männer der Evelyn Hugo. Und ja, ich denke, einige von euch werden es schon gelesen haben oder es sich auch zur Brust nehmen wollen. Von daher denke ich, dass ich hier viele Gleichgesinnte treffe, die mir zustimmen würden, dass dieses Buch ein Lesen wert ist. Ich verrate euch natürlich auch, wer diese Evelyn Hugo ist. Die einstige Hollywood-Film-Ikone Evelyn Hugo ist endlich bereit auszupacken und die Wahrheit über ihr schillerndes Leben und ihre skandalösen 7 Ehen zu erzählen. Sie fragt die Lokaljournalistin Monique Grant als Ghostwriterin an. Monique ist darüber sehr erstaunt, schließlich hat sie seit Jahren keinen großen Artikel mehr geschrieben. Könnte das ihre Chance sein? In ihrem luxuriösen Apartment über den Dächern Manhattans beginnt Evelyn Monique ihre Geschichte zu erzählen. Vom Aufstieg in die Männerwelt Hollywoods, den goldenen Jahren der Filmbranche und einer geheimen großen Liebe, deren Scheitern der Preis für ihren Erfolg war. Als sich die Geschichte dem Ende nähert, begreift Monique schließlich, auf welch schmerzhafte Weise ihr Leben mit dem des Hollywood-Stars verbunden ist. Kommen wir zum letzten Buch auf der Liste und danach machen wir mit den anderen Artikeln weiter. Das letzte Buch wäre nämlich Prison Healer und da liegt mir die liebe Evie schon ganz, ganz lange mit in den Ohren und ich habe es jetzt endlich auf die Liste gesetzt und werde es jetzt auch endlich lesen, falls ich es nicht geschenkt bekomme natürlich. In dem Buch geht es um die 17-jährige Kiva, die in dem brutalsten Gefängnis von Randorol lebt. Als Heilerin kümmert sie sich um alle Insassen, doch um die Rebellenkönigin zu retten, muss sie nicht nur herausfinden, woran Tilda erkrankt ist, sondern sich auch an ihrer Stelle dem Elementarurteil unterziehen. 4 Prüfungen, die Tildas Schuld oder Unschuld beweisen sollen. Besteht Kiva, sind beide frei. Sollte sie scheitern, wird nicht nur die Rebellenkönigin sterben. Wie versprochen,
waren das jetzt alle Bücher, die auf meiner Wunschliste stehen. Und jetzt machen wir noch ratzfatz mit den anderen Artikeln weiter. Die zweite Abteilung habe ich einfach in Bookmerch getauft, weil es alles Dinge sind, die irgendwie für mich mit dem Lesen zusammenhängen. Der erste Artikel wäre diese wunderschöne Witch-Brew-Tasse. Als ich mit der Ivy im Drachenwinkel war, habe ich die dort stehen sehen. Aber das war genau der Monat, wo es finanziell sowieso schon sehr bescheiden aussah, weil vieles angestanden hat. Und deshalb habe ich sie auch nicht mitgenommen. Aber ich habe sie auch beim großen A und diversen anderen Anbietern gesehen. Und deshalb dachte ich mir, mach sie einfach mal auf deine Wunschliste, weil nicht jeder sich mit Büchern auskennt oder nicht immer ein Buch verschenken möchte. Und Tassen gibt's bei mir zwar auch schon zuhauf, aber ich finde, das ist etwas, das ist für mich wie Bücher, das kann man nie genug haben. Und ich persönlich verwende Tassen auch ganz, ganz oft als Deko. Also ich habe im Herbst zum Beispiel auch so eine kleine Ecke, die immer so ein bisschen witchy eingerichtet ist. Und da würde zum Beispiel diese Tasse auch sehr gut als Deko-Objekt reinpassen. Der nächste Artikel ist tatsächlich auch so ein Artikel, den mir Maren in den Kopf gesetzt hat, als wir irgendwann vor einigen Wochen mal geschrieben haben, haben wir uns über den Artikel unterhalten und dann hat sie mir auch ein Video geschickt, wie sie den benutzt und wie toll der doch ist. Und ich habe es eigentlich direkt bestellen wollen, habe dann aber irgendwie es vercheckt und jetzt ist es total untergegangen. Aber es ist mir beim Erstellen der Wunschliste nochmal eingefallen. Ich spreche nämlich von so einem mega coolen Lesesack, Lesesesselsack. Keine Ahnung, wie es genau heißt, aber ihr habt das Bild ja gesehen. Das ist einfach so ein Sandsack und eine stabile Fläche, wo man das Buch draufstellen kann. Und den kann man, egal wie man auf der Couch sitzt, liegt, im Bett liegt oder auf dem Stuhl sitzt, den kann man vor sich stellen, der nimmt jegliche Form an und das Buch bleibt einfach gerade und man muss einfach nur noch blättern. Das klingt doch sehr, sehr unterstützend für uns faule Menschen, weil sind wir mal ehrlich, ich habe es beim Reich der Vampire gemerkt. Das Buch hat so viele Seiten, das ist so dick. Und jedes Mal, wenn ich im Bett gelegen habe, um es zu lesen, dachte ich mir so, oh mein Gott, das ist so schwer. Ich habe keine Lust mehr und habe dann tatsächlich abgebrochen und habe das E-Book weitergelesen, weil es mir einfach zu anstrengend war. Und genau für sowas ist auch dieser Sitzsack, denke ich, konstruiert worden. Aber ich will ihn haben und die Farbe, dieser Bärenton, der passt einfach so perfekt zu dieser Wand. Die Wand sieht auf der Kamera immer so braunrötlich aus, aber eigentlich ist das so ein ganz lila-pinkfarbener, matter Bärenton. Ich weiß nicht, warum man das auf der Kamera so schlecht erkennt. Und last but not least, als Book-Merch habe ich mir noch den Rollwagen von Booktube und Bookstagram auf die Wunschliste gesetzt. Eigentlich gibt es den beim Schwedenhaus unseres Vertrauens, aber es gibt ihn auch zum Beispiel in Mintgrün beim großen A. Und ich bin die ganze Zeit noch überlegen, welche Farbe ich gerne haben würde. Und da ich momentan alles so ein bisschen umstelle, meine Deko auf schwarz und Bärentöne und dunkelgrün, finde ich, dadurch, dass ich auch überall weiße Möbel habe, dass ein weißer Rollwagen irgendwie nix aussehen würde. Ich tendiere aktuell dazu, mir einen in schwarz zu kaufen, weil ich, wie gesagt, so ein bisschen Industriestil hier in die Wohnung mit reinbringen möchte und ich finde, das passt sehr gut. Da würde ich nämlich oben immer meine Rezensionsexemplare reinlegen, wie das in der Buchbubble auch ganz oft gemacht wird. Dann unten vielleicht auch noch so ein bisschen Knabberzeug. Das wird auf jeden Fall ja, meine Wohnung sehr, sehr bereichern und deshalb habe ich es jetzt einfach mal auf die Wunschliste gesetzt. Und natürlich können wir keine Wunschliste hier online stellen, ohne dass nicht auch ein oder zwei oder drei oder noch mehr Funkos darauf Platz finden. Ich werde da jetzt nicht lang drum herum reden. Ich zeige euch nur, welche Funkos es auf meine Wunschliste geschafft haben. Das wäre einmal dieser Sonderfunko Hogwarts mit Dumbledore. Den finde ich richtig schön, weil es einfach A, weil ich noch keinen Dumbledore als Figur habe, sondern nur wirklich zwei Harrys.
eine Luna, noch eine Luna. Nee, ich habe zwei Harrys, zwei Lunas und Snape. Mehr habe ich tatsächlich aus dem Harry Potter-Universum noch gar nicht. Und der große Hedwig. Den habe ich auch noch. Aber der findet keinen Platz im Bücherregal, weil der so riesengroß ist. Und außer, dass es Dumbledore dabei ist, finde ich die Hogwarts-Schloss-Nachbildung echt richtig cool. Und das würde, glaube ich, das Bücherregal richtig schön aufwerten. Vor allem, weil ich meine ganzen Harry Potter-Sachen ja mittlerweile aus dem Regal rausgemacht habe. Ich warte drauf, bis ich in Malers Zimmer den Wickeltisch nicht mehr brauche. Dann wandert nämlich ihre Spielküche genau dorthin. Und ich kann mir hier noch ein kleines, niedriges Billy hinmachen und habe vor, dort meinen kompletten Harry Potter-Stuff reinzubauen. Das ist so. Die Planung wird allerdings noch bestimmt so ein halbes Jahr dauern. Deshalb ist mein Harry Potter-Zeug momentan leider, ich muss sagen, leider eingekistet. Weil ich Angst habe, dass was drankommt. Deshalb steht es in der Kiste und ist sicher verwahrt. Aber ich habe noch einen weiteren Harry Potter Funko auf meiner Weihnachtswunschliste. Und zwar ist das der kleine Dobby. Mir fehlt nämlich einfach noch ein Dobby. Ich habe, ja wie gesagt, noch nicht so viele Harry Potter Figuren. Und Dobby ist einer meiner liebsten Charaktere und meiner Herzcharaktere, nenne ich es jetzt einfach mal. Und deshalb soll auch einfach ein Dobby einziehen. Dann habe ich ja, wie ihr wisst, das Bisasam als Funko-Figur. Und irgendwie finde ich es sehr, sehr passend, wenn ich jetzt noch eine Shiggy und noch eine Glumanda-Funko-Figur dazustellen würde, damit dieses kleine, süße, grüne Pokémon nicht ganz so allein ist. Und last but not least hätte ich tatsächlich neben meinen ganzen Captains noch ein paar weitere Marvel-Figuren in der Sammlung. Habe mich da aber jetzt auf einen spezialisiert, weil ja, ich hätte gerne Thor, ich hätte gerne Iron Man, ich hätte sie alle super, super gerne. Aber ich habe mich jetzt für den Black Panther entschieden, weil ich diese Maske einfach so, so cool finde. Und weil aktuell ja auch gerade Black Panther im Kino ist, gibt es auch noch einen neuen mit so goldenen Verzierungen. Aber ganz ehrlich, ich hätte einfach gerne diesen alten Standard Black Panther als Funko-Figur. Ihr Lieben, das war meine 2022er Weihnachtswunschliste. Ihr dürft mir jetzt gerne mal verraten, welche Bücher, Funkos oder sonstigen Dinge ihr euch wünscht oder ob ihr euch vielleicht auch Beauty-Dinge wünscht oder ob ihr euch Klamotten wünscht oder ob ihr euch einfach Gutscheine wünscht. Verratet es mir gerne mal in den Kommentaren. Ich habe euch die Artikel meiner Wunschliste wie immer unten in der Infobox verlinkt. Die Bücher sind wie immer Affiliate-Links. Wenn ihr darüber die Bücher kaufen wollen würdet, dann würde ich mit einer kleinen Provision belohnt werden. Also falls ihr vorhabt, eins der Bücher zu kaufen, macht das gerne über die Links in der Infobox. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!